echten Farbe sein. Was ist denn dann, wenn wir jetzt beide Socken in den Topf tun, die dann erhitzen und dass dann die Farbe da so sich vermischt dann, dass aus dem Blau und Orange, ich weiß nicht, dass da dann irgendwie, was könnten da rauskommen? Ich bin jetzt gerade ganz schlecht da drin. Ein Haufen Zettel, Und rein dass sie dann so die damit. gleiche Farbe bekommen. Verstehst du? So. Die Zettel nehmen wir also als, na, als Anzündmaterial. Oh, und es brennt. Perfekt. So. Ich schüttel noch was Seife rein. Super. Und können wir jetzt schon mal die erste Socke da Ich reinschmeißen? bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich kochlöslich. Das ist mir einer. So, passt das dann jetzt? Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Ah, okay. Will er nicht anfassen. Was haben wir denn hier noch? Einen Seitenschneider. Aber wir haben ja, glaube ich, noch gar nicht alles gesehen hier. Können wir denn... Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Okay, er will also noch nicht in die Hintertür. Können wir noch hier irgendwas machen? Weil hier ist ja noch irgendwas. Vor Tonis Hütte. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Gut, das will er nicht. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir anklicken könnten? Warte mal. Was ist denn mit dem Behälter? Ausleeren. Weg damit. Ah, cool. Und jetzt haben wir eine leere Dose. Cool. Könnte man die jetzt ja Da eigentlich... sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Oh, wei. Ja gut, dann haben wir jetzt schon mal den Proviant. Also das Proviant haben wir jetzt. Was? Nein, 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 nein. So. Wir haben Proviant. Wir haben. Ja, die Zahnbürste noch nicht. Den Seitenschneider. Und die Socken haben wir auch schon. Okay. Wie bekommen wir denn bitte die Zahnbürste? Hier So. gibt es nichts mehr zu fangen. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Okay. Aber was könnten wir denn sonst mit der Gabel machen? Ach so. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Wieso haben wir denn jetzt nur noch eine Socke? Wir haben zwei Stück reingetan. Ach Junge. Gehen wir mal oben gucken, nochmal in seinem Zimmer. Wird er irgendwas haben, was uns weiterhelfen könnte? Ich glaube, das Fernrohr bringt uns nichts. Oh, ein Kissen. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Die Dialoge, die sind cool. Was haben wir denn hier noch? Nee, mach mal auf. Dann können wir jetzt ja schon mal die da rein. Socken? Perfekt. Check. Den Seitenschneider. Seitenschneider, warum auch immer, check. Das Proviant. Proviant, check eine für sofort und eine für unterwegs. Sorry. Eine Wasabinuss. Okay. Okay. Funktioniert doch. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Boah.
Der ist so lieb. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Und schmeißen mal die hier rein. Da gibt es nichts mehr zu fangen. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Können wir die dann da nach oben stecken? Also hier hin so schmeißen. Put, put, put. Komm zu Papa. Hab sie. Nice. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Die Zahnbürste haben wir, okay. Dann haben wir doch jetzt eigentlich schon alles. Das ist super. Zack. Zahnbürste? Check. Hm, ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Ich würde eigentlich den Seitenschneider rausnehmen. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung. Dann kann's ja losgehen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Okay. Organon. Ist das dann so eine Art Polizei hier? Ah, eine Schraubenschlüssel. Würde mich mal echt interessieren. So, was haben wir denn hier noch? Bedienungstafel. Fällt jetzt gerade erst auf. Das ist eine Harpune. Ich muss erst noch den Koffer verstauen. Okay. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Ich bin mal gespannt, was das denn hier wird. Hier ist Tonys Hütte. Okay. Und das ist der Wenzel. Was haben wir denn hier? Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Wofür haben wir denn dann den Schraubenschlüssel? Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Zack. Schiene. War der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Ah, und hier ist eine Batterie drin. So, und nun? Perfekt. So, und wohin jetzt damit? Ich würde sagen... Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Das kann ich noch nicht sagen. Aber den Koffer können wir jetzt schon mal da reinschmeißen, ne? Na, geht doch. Super. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Ich würde aber sagen, auf dem Sitz. Der ist jetzt wohl überflüssig. Also nicht auf dem Sitz, okay. Dann haben wir noch irgendwas. Warte. Können wir den verwenden? Da muss nichts geschraubt werden. Okay, dann halt nicht. Können wir irgendwas noch in der Hütte machen? Obwohl, ich glaube, in der Hütte haben wir jetzt alles erledigt. Von daher glaube ich, können wir auch mal jetzt vor die Hütte gehen. Nice. Der Hanek ist das, okay. Was haben wir hier? Eine Chilischote. Autsch, heiß. Heiß, eine Chilischote. Okay.
Dann hallo, Hanek. Hallo, Hanek. Hi, na. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Was können wir denn mal fragen? Was zu tun? Ich werde endlich hier wieder hier wegkommen. Ich schreibe den Karte. Ne, wir fragen ihn jetzt erstmal aus Höflichkeit, ob der Tunnel wieder gesperrt ist. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Ja, da müssen wir ja eh nicht durch, ne? Weil wir haben die Harpune. Da kommen wir schon weg. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Cool. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Naja, hat es auch nicht. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich muss noch die Kapsel startfertig machen. Die Kapsel startfertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Dieser Sarkasmus. So. Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? Sowas gibt es doch gar nicht. Und ob? Ich hatte mal einen. Und er war auch ganz bequem. Bis ich den Schalter gefunden habe. Cool. Ich kriege das schon, weil das haben wir jetzt schon einmal gesagt. Ich krieg das schon hin. Sicher. So. Ich schreib dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Oh. So, ich habe nämlich gerade hier den Briefkasten gesehen. Und vielleicht könnten wir den als eine Art Sitz verwenden. Das wäre ja mega cool. Jeder... Herd ist immer noch an. So. Dann laufen wir nochmal geschwind hier runter. Und bolzen die mal hier rein. Zack. Und da können wir jetzt wahrscheinlich die Batterie reinstecken. Geil. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Kalibrieren. Wie kann man das denn... Ah. Die Batterie verstauen. Das haben wir jetzt geschafft. Die Harpune kalibrieren. Und danach dann die Lunte zünden. Okay. Schaffen wir das? Ich hoffe es. Okay, ein Minispiel. So blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Ja, das sagt der. Reset-Knopf, okay. Kann man den jetzt... Ah, okay, hier kann man den tippen. Wir müssen nach oben links kommen. So vielleicht. Nee, das geht nicht. Wie soll denn das funktionieren? Okay, das geht nicht. Das ist jetzt relativ beschissen gerade.